Ich weiß nicht, wie viele Leute unter uns heute Morgen hier sind, die Uhrenliebhaber sind. Also ich rede nicht von denen modernen Uhren, sondern ich rede von wirklich so antike Uhren, Uhren, die so wunderschön anzuschauen sind. Aber so ein Uhrenliebhaber, der guckt nicht nur aufs Äußere, sondern den interessiert vor allem, so wie das Uhrwerk hinter der Kulisse ist. Und die freuen sich da wie so kleine Kinder, wenn sie sehen, ist ja interessant, wie die früher die Uhren schon so präzise gemacht haben. Also für einen Uhrenliebhaber ist nicht nur das Äußere interessant, sondern auch was hinter der Kulisse ist. Und so ist auch im christlichen Bereich. Wir haben sehr viel, das schauen wir uns an, das wissen wir gerade von christlichen Begriffen. Wir haben das Kreuz Jesu, wir haben die Himmelfahrt, wir haben die Erlösung, all diese Begriffe, die sind wunderbar anzuschauen, aber schon interessant, wenn man mal dahinter schaut, was so das bedeutet, vor allem für uns praktisch, für unseren Alltag. Und das ist heute mein Anliegen, dass wir uns ein Thema, nämlich das Thema des Blut Jesu Christi, miteinander anschauen und nicht einfach nur sagen, das Blut Jesu Christi, das wissen wir, der Herr Jesus hat am Kreuz für unsere Sünde bezahlt, sondern was hat das für mich praktisch für Auswirkungen in meinem Leben? Und das Blut Jesu Christi ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema, von 1. Mose bis Offenbarung. Das heißt, wir müssen natürlich anhand der Zeit auch hier gewisse Abstriche machen. Und ich habe das Thema mal genannt, das Blut Jesu und seine praktischen Auswirkungen für dein und mein Leben. Und ich möchte uns hier einfach drei Gedanken mitgeben, einfach, dass ihr auch ein bisschen wisst, drei Gedanken sind es. Der erste ist ein bisschen ausführlicher, die zwei anderen sind nicht weniger wichtig, aber ein bisschen kürzer dann. Aber ich denke, das Blut Jesu ist ein wichtiges Thema. Warum wichtiges Thema für eine Endzeitkonferenz? Ich denke, dass wir gerade in unserer Zeit so sehr von ganz vielen verschiedenen Dingen abgelenkt werden. Die unterschiedlichsten Dinge, du kannst für alle Bereiche Hütte bauen. Du kannst für Mose Hütte bauen, du kannst für Elia Hütte bauen, du kannst für den Zeitgeist Hütte bauen, du kannst für Corona Hütte bauen, aber eins ist doch wichtig, dass wir Jesus sehen und ihn allein sehen. Nur so kommen wir durch diese Endzeit. Und deswegen, das Blut Jesu Christi hat mich ganz neu auch für mich selbst praktisch nochmal bewegt. Und so wollen wir auch diese drei Punkte mal miteinander durchgehen. Der erste, wie gesagt, ist ein bisschen ausführlicher, die zwei anderen nicht so ausführlich. Aber der erste ist auch der dringlichste Punkt. Der dringlichste Punkt, nämlich das Blut Jesu Christi erlöst uns aus dem Machtbereich des Teufels. Das Blut Jesu Christi erlöst uns aus dem Machtbereich des Teufels. Oder wir würden alttestamentlich sagen, es erlöst uns aus Ägypten. Es befreit uns aus der Fuchtel des Pharaos, der ja ein Bild für den Teufel ist. Das heißt, das Blut Jesu Christi erlöst uns aus dem Machtbereich des Teufels. Und dieser Punkt ist für mich, ich hoffe auch für euch, ein Stück weit sehr hoffnungsvoll. Hoffnung, wir brauchen Hoffnung, gerade in dieser Zeit. Als ich jetzt hier gestern angekommen bin, ich hatte wertvolle Gespräche schon gehabt, ausführliche Gespräche. Aber ich muss ehrlich sagen, wisst ihr, manchmal ist gut, man beschäftigt sich nicht zu sehr mit dem Zeitgeist. Ist natürlich auch Gefahr, wenn du gar nichts weißt, dann tappst du in die Falle. Aber was mir so der Bruder gestern gesagt hat, das hat mich, ja, auf eine Art und Weise hoffnungslos gemacht. Das hat mir zumindest ein bisschen wieder mich erschüttert und gesagt, Mensch, in der Zeit, in der wir leben, es ist eine hoffnungslose Zeit. Es ist einfach eine Zeit, wo wir irgendwie gewisse was Hoffnungsvolles brauchen. Und dieser Punkt, der Herr hat uns mit seinem Blut aus dem Machtbereich des Teufels befreit, ist ein hoffnungsvoller Punkt und es befreit uns auch hier und heute schon, egal was um uns herum passiert, dass wir ein hoffnungsvolles und befreites Leben hier, heute schon führen dürfen. Nicht erst, wenn wir beim Herrn sind, nicht erst, wenn er wiederkommt, sondern dass wir heute schon in einer gewissen Ruhe und in einem Frieden leben dürfen. Und wisst ihr, mir ist das so wichtig für mich selbst geworden. Paulus sagt, wir predigen nicht uns selbst, aber trotzdem möchte ich uns Anteil oder euch auch Anteil haben lassen, wie das zu mir spricht, dieses Blut. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen mit 16, gleich hoffnungslos, mein Umfeld war hoffnungslos, mit 16 gleich Alkohol und in die volle Drogenkarriere gegangen. Und so mit 20 sind die ersten meiner Kollegen weggestorben. Ja? Mein bester Freund mit 20 Überdosis, 4 weitere sind gefolgt und ich war ja auch mitte drinne. Das heißt so, dieses Umfeld, das uns da reingebracht hat, war nur warum? Weil wir keine Hoffnung hatten. Und als wir da drin waren, hatten wir keine Hoffnung.
Und dann sind nach und nach die Leute gestorben, einige sind ins Gefängnis gewandert auch. Das heißt, du hast eine brutale Hoffnungslosigkeit gehabt. Und selbst als ich dann aus diesen Dingen so rausgekommen bin, war mein Leben einfach nur, ja, dann lebst du halt fürs Wochenende. Ja, Montag hast du bis Donnerstag gearbeitet, das war immer so der Kampf, dann war Freitag, Donnerstag, Freitag, kam dann langsam die Zeit der Diskothek, dann hast du dann volllaufen lassen, dann hast du am Sonntag den Kater gehabt und am Montag musst du wieder arbeiten. Wir haben nur fürs Wochenende letztendlich gelebt, total hoffnungslos. Wisst ihr, man muss es ja nicht so radikal treiben wie ich, aber für was leben denn die Menschen hier auf der Erde? Die leben meistens nur, sage, mein Zahnarzt hat immer gesagt, wenn er mal in der Rente ist, dann geht's Leben endlich los. Ja, 3 Monate später war er tot. Dann hat er nichts mehr gehabt, auch keine Hoffnung mehr. Das heißt, manche Leute die leben nur für die Rente, die manche andere leben nur fürs Häusle, scharfe Häusle bauen. Die andere für die erste Million. Was ist, wenn du sie hast? Bist du dann glücklich, dann brauchst du deine 2. Million. So ist doch. Ja, also im Grunde genommen, der Mensch an sich, und das sagt auch die Bibel an vielen Stellen, hat keinen Frieden von sich aus und er hat eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Wisst ihr, und wenn du jetzt so guckst in unsere Welt, findest du auch keine Hoffnung. Du musst nur den Fernsehapparat anmachen. Meine Frau sagt immer, lass es aus. Sie kann es nicht mehr ertragen. Wisst ihr, guck nur nach Afghanistan. Wisst ihr, die Menschen sind ja auch auf der Welt, wollen Hoffnung haben. Was haben sie? Zerstörte Hoffnung. Afghanistan. Guckst Überflutungen. Wisst ihr, braucht man gar nicht weit gucken. Guck nach Deutschland. Was passiert? Deutschland, Haiti, China, Frankreich. Katastrophe überall, wo du hinguckst. Das heißt, du hast eine komplette Hoffnungslosigkeit und dann guckst Corona an. Wisst ihr, vor 2 Jahren, ich jetzt fast 2 Jahre her, habe das erste Mal über Corona gepredigt, so ein bisschen mit einem Lächeln. Ja, jetzt haben wir halt eine kurze Seuche, das ist dann bald wieder weg. Das wird nicht besser. Das wird immer schlimmer. Es wird immer radikaler. Und viele Menschen gerade haben eine große Hoffnungslosigkeit. Wie geht's weiter wirtschaftlich? Was kommt? Die Menschen gehen kaputt. Jetzt guckst, brauchst du nicht nur weltweit gucken, nicht in die Nachrichten, sondern guck in deinem Leben, was da passiert. Da steckst du ja auch nicht drin. Wieso kannst du alles wunderbar in deinem Plan zusammenzimmern und morgen kann alles kaputt sein. Wisst ihr, mal einer meiner Vorbilder im Glaube, wirklich hingegebene Christe, er selbst hat vieler leiden müssen durch Krankheit und jetzt ist seine Frau krank geworden, Krebs. Wisst ihr wirklich, wo du fragst, Herr Gott, warum, was lässt dazu? Das ist ja gerade auch die Warum-Frage. Schau mal in deinem Leben, was da so für kleine und große Füchse dich aus dem Konzept bringen. Manchmal denkst du ja auch, darf man das sagen, auch als Christ, was lässt der Herr jetzt noch zu in meinem Leben? Und die Frage des Warums ist für einen Christen eigentlich gar keine Frage, sondern das ist ja, wenn man das alles so sieht, dann fragst du dich ja, warum geschehen die Dinge? Ein Christ hat ja eine wunderbare Hoffnung, er muss nur in seine Bibel reingucken. 1. Johannes 5,19, die ganze Welt liegt im Argen. Das ist einfach ein Fakt. Da kannst du dir schönreden, wie du willst. Das ist eine Tatsache. Und 2. Korinther 4,4, und die Stelle möchte ich uns jetzt lesen, die zeigt uns einfach hier auch einen Fakt, der Ungläubige, der liest das natürlich nicht und der kann das auch nicht begreifen, aber es erklärt viel, in welcher Zeit wir heute leben. Und immer wenn ich diese Bibelstelle lese, dann wird es mir schon anders. 2. Korinther 4,4, da heißt es über den Teufel, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Wisst ihr, wer der Gott dieser Weltzeit ist? Der Satan. Zulassung von Gott, dass Satan hier herrscht. Wir sehen das beim Herrn Jesus, als er ihn fragt, du, wenn du mich anbetest, und das ist ja immer das Ziel des Satans, dann werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Das heißt, der Gott dieser Weltzeit. Und jetzt wisst ihr, da fragt man sich doch, da brauchst du dich gar nicht mehr fragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Weil wir hier im kompletten Feindesgebiet leben. Und wenn ihr euch einfach nur mal anschaut, ich habe das mal gemacht, nur mal punktuell, wie wird denn der Teufel und der Satan, was für Attribute werden ihnen denn in der Bibel zugeschrieben? Und in dem Feld lebst du nicht. Dann wird es ja ganz anders. Der Teufel ist ein Zerstörer. Er ist der Mörder von Anfang an. Das heißt, sein Ziel ist es, nur eins kaputt zu machen. Dass er kaputt macht. Ein Mörder. Ich glaube, der Hans Otto hat gestern gesagt, 100.000 Babys im Mutterleib werden
jährlich in Deutschland zerstört. Der teuflische Zerstörer von Anfang an, er ist ein Diabolos. Diabolos heißt Durcheinanderbringen. Und was für Zeit leben wir heute? Es ist alles durcheinander. Wissen, man kann viel von der Theorie predigen, aber was der Teufel wirklich für ein Durcheinanderbringer ist, das musste ich jetzt selbst in meinem Leben erfahren. Wissen, man kann immer sagen, wir wissen alles, wir kennen die Schrift, das ist alles super. Nur der Teufel ist ein Diabolos und er hat listige Kunstgriffe des Teufels, die kennt er. Und listig, das haben wir ja gestern, wer hat es denn gesagt, ich glaube der Walter war es, er hat eine Akte bei uns und er weiß genau, wie er uns fangen kann. Wisst ihr, mir ist das fast schon peinlich, dass ich das sage. Aber ich bin so auf die List des Teufels reingefallen, dass der Herr so viel Gnade gegeben hat, ist unglaublich. Wisst ihr, ich habe vor, oder jetzt im Laufe von Corona habe ich gesagt, ich werde eine Sache nie machen, egal was kommt. Nie, felsenfest. Jetzt hat der Teufel mir in der letzten Woche Umstände geschickt, und er weiß ja, wo er mich trifft persönlich. Mir Dinge geschickt, er hat mir Menschen in den Weg gestellt, die nur ein Tenor gesagt haben, ich will gar nicht das Thema ansprechen, vielleicht könnt ihr das zwischen den Zeilen lesen. Nur Leute geschickt, die gesagt haben, ist nicht so schlimm, mach's, ist okay und alles. Wisst ihr, dass ich von auf keinen Fall auf vielleicht ist doch nicht so schlimm. Komm. Gott hat uns so Verstand gegeben. Machen wir es doch vielleicht. Ich bin auch so froh. Also ich sage mal so, Geschwister haben sich über mich erbarmt. Die haben den Kopf gewaschen. Bin ich sehr dankbar, dass der Herr sie benutzt hat. Aber wisst ihr, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Egal, ob wir hier auf der konservativsten Endzeitkonferenz sind. Schon jahrelang. Passt auf, sehe zu. Wer meint zu stehen, sieht zu. Ich habe es jetzt so, ich habe es lernen dürfen. Und ich bin auch dankbar, dass der Herr mir diese Lektion gelernt hat. Der Teufel ist ein Diabolos, er ist ein Lügner. Wisst ihr, und das ist genau das, du fällst drauf rein, weil dir der Lügner immer genau dasselbe Lied singt, vor allem durch die Medien, habe ich gemerkt. Medien, Leute, selbst Geschwister kommen zu dir und bringen nur eine Platte und irgendwann sagst du, naja, ist halt doch nicht so schlimm. Er will nur zerstören. Er ist ein Lügner. Und dann kommt's, er ist ein Verkläger. Selbst wenn du dann aufwachst und sagst, Herr, wie konnte ich nur so weit denken, vergib mir, dann kommt als erstes der Verkläger. Habt ihr schon mal Offenbarung 12,10 gelesen, was da steht? Was ist denn der Auftrag des Teufels? Er verklagt uns Tag und Nacht, verklagt er dich und mich beim Herrn. Und er verklagt uns nicht nur das, sondern er kommt ja auch an dein Ohr und sagt, was hast du da gedacht? Da kannst du ja kein rechter Nachfolger Jesus sein, wenn du schon so Gedanken hast. Also aufpassen. Er ist der Löwe. Wir sind im Machtbereich des Teufels, der Ägypten. Er ist ein Löwe, er brüllt. Ihr Covidioten, ihr seid schuld dran. So ist der Tenor. Jeder soll machen, nach seiner Meinung, was recht ist. Nur ich höre die ganze Zeit nur Covidioten. Darf ich das mal sagen von der Kanzel? Ihr Asozialen. Der eine sagt, der andere, wenn ich einen noch sehe, dem haue ich auf die 12. Wie gesagt, er brüllt. Und irgendwann komme ich ja, okay, bin ich wirklich schuld? Wenn, oh, und das, ihr versteht. Aber er kommt dann auch als Engel. Na, jetzt machst du halt, ist auch wunderbar. Letztendlich ist er ein Treiber und ein Entmutiger. Wisst ihr, die Geschwister, ich komme ja auch jetzt rum, auch die letzte Zeit, viele Geschwister sind entmutigt. Die wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Und ich muss sagen, ich weiß das, ich kenne jetzt die letzte Woche, wusste ich auch nicht mehr. Was ist eigentlich noch normal? Aber der Herr gibt immer wieder Gnade. Und jetzt, ich will einfach damit rausstellen, in dem Umfeld leben wir. Wenn wir fragen, warum, dann wisst ihr, warum. Hier ist der Teufel, der hat Macht, der kommt, der brüllt. Und weil er wenig Zeit hat, brüllt er noch mehr. Das heißt, das ist hier der Fakt. Und der Teufel will nur eins, das Leben für dich bitter und hart machen. Und genau das hat er in Ägypten auch gemacht. Und wenn wir jetzt zum Blut kommen, das, was ja Israel geschieht damals, das geschieht uns ja heute genauso. Und deswegen möchte ich mit uns ganz punktuell kurz 2. Mose 12 nur. Was ist denn jetzt die Antwort, was wir haben? Das ist ja der erste Punkt. Das Blut Jesu erlöst uns aus dem Machtbereich des Teufels. Was haben wir jetzt für eine Hilfe? Und Israel damals, die waren genau
in einer so bedrückten Situation, dass sie wahrscheinlich auch nicht mehr gewusst haben, kommen wir da raus? Wo gibt es Hoffnung? Sie haben dann nicht mehr groß rumgespielt, die wollten nur noch das eine, was sie errettet. Und was hätten wir damals, wir kennen ja die Geschichte in Ägypten unter der Pharaosfuchte, was hätten wir ihnen denn damals gesagt? Was hätten wir ihnen für Hilfestellung gegeben? Israel, macht euch nichts draus, ihr Israeliter. Die Situation, in der ihr jetzt seid, das habt ihr selbst verursacht. Müssen wir nur ein bisschen CO2 zurückdrängen und das Klima in den Griff bekommen, dann wird es schon die Lösung sein. Ist das wahr? Hätte man das denen damals gesagt? Oder ihr Sklaven? Vielleicht ist es euch ein bisschen leichter, wenn man jetzt anstatt Sklave sage, Sklave Sternchen innen. Gender ein bisschen anpassen. Hilft euch das dann? Dann wird euer Leben in Ägypten leichter. Wir haben ja ganz viele Dinge, wo wir denken, ja, wenn das und das geschieht, und wenn die Greta wiederkommt, und dann ist es so. Und wenn dann die Weltökumene kommt, ja, dann haben wir den Frieden. Und das hilft uns. Das ist ein Problem. Das Problem liegt nicht an den Umständen, sondern das Problem liegt in unserem Herzen. Das heißt, der Mensch, wisst ihr, der Mensch, das, was wir hier sehen, der Mensch ist Zerstörer und er ist auf Zerstörung ausgerichtet. Das heißt, diese Dinge wirst du sowieso nicht in den Griff bekommen. Und da helfen auch keine anderen Dinge, wo man sagt, wenn wir das jetzt alle tun, dann werden wir wieder Freiheit bekommen. Ist nicht so. Aber die Frage ist ja, was hilft uns? Was hilft dir? Was hilft mir? Was hilft den Menschen draußen, die hoffentlich, ich habe die Befürchtung, dass nicht so ist, aber hoffentlich durch die Situation jetzt mal aufhorche, was hilft wirklich? Und jetzt sieht der Herr in Israel genau diese Not, 2. Mose 12, und die Menschen brauchen jetzt Hilfe. Und Gott sieht es und er antwortet und er bringt die Hilfe. Und was bringt er jetzt für Hilfe in Vers 3? 2. Mose 12, 3. Da sagt er zu Mose, redet zur ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Vollständige Versklavung, Verknechtung. Die Leute haben keine Hoffnung mehr in Israel. Und was sagt jetzt Gott? Bringe Lamm her. Entschuldigung. Ich brauche doch was, was wirkt. Ich hätte gebetet, bring 12 Legionen Engel, bring das, was wirklich hilft. Du mit deiner Religion, du mit deinem Jesus, was soll das uns helfen? Ein bisschen Opium fürs Volk, das kennen wir doch. Aber was sagt Gott hier? Das Lamm Gottes ist die Hoffnung für alles. Ich freue mich so, immer mehr, je älter ich werde, umso mehr ich mit dem Herrn auch im Dienst stehe oder ich mit ihm, dass wir immer noch die Torheit des Kreuzes predigen dürfen. Was anderes habe ich nicht. Und guckt mal in eurem Leben, ich habe schon viel versucht, was Hilfe bringen sollte. Geht alles nicht. Und jetzt kommt Gott und sagt, du musst dir ein Lamm nehmen. Als der Herr Jesus kommt zum Johannes, was sagt er? Der Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde in Klammern, eure ganze Hoffnungslosigkeit, euer Chaos, in dem ihr steckt, wegnimmt. Das ist die Antwort Gottes auf unsere Probleme. Ein einfaches Lamm. Das ist die Torheit der Predigt. Wer glaubt es heute schon? Aber es ist wichtig, dass wir gerade in unserer Zeit uns wieder kindlich besinnen. Was hilft uns eigentlich? Durch Handys, das kannst du heute alles filmen. Und als, ich glaube, es war in China, als diese Flute kamen, da waren Leute eingeschlossen in einem Aufzug und auf einmal brach das Wasser brutal in diesen Aufzug rein. Und die haben dann, hast du dann gesehen, die haben das gefilmt, die haben die Nerven noch gehabt, das zu filmen, und dann hast du gesehen, wie ihnen das Wasser sprichwörtlich auch zum Hals stand. Ich weiß nicht, wer da drin war. Aber das spielt auch keine Rolle. Aber eins könnte sicher sein, die haben nicht mehr philosophiert, was könnte uns jetzt helfen, sondern die haben nur noch eine Nummer im Kopf gehabt. Also Deutschland wäre es 112. Weißt du, dann hilft keine Spekulation mehr, sondern dann musst du die Notrufnummer wählen, die wirklich hilft. Und das ist hier der Herr Jesus. Wir haben es gestern gehört vom Hans Otto, die Arche. Weißt du, unser Land steht Land unter. Die ganze Welt steht Land unter. Wohin gehst?
mit deinen Problemen. Er sagt hier, ist ja interessant, er sagt, du musst ein Lamm nehmen. Ein Lamm für jedes Haus. Wisst ihr, es ist wunderbar, dass der Herr sagt, dieses Erlösungsopfer, das Blut, ist für alle da. Es gibt ja Lehrer, die sagen, ja, es ist begrenzt, es ist nur für Auserwählte da. Stimmt nicht, der Herr hat alle Welt geliebt. Aber es ist ja interessant, wisst ihr, für mich persönlich, wie oft kommen wir in Nöte, du und ich, in unserem Alltag, ich weiß nicht, ob ihr auch ein paar Fehler habt in eurem Leben oder ob ihr perfekt seid, wie oft komme ich, dass ich dann sage, Herr, du bist das Lamm, aber ich bin unwürdig. Er sagt, dieses Lamm ist für alle da. Egal, wer da in diesem Aufzug war bei der Flut. Egal, ob der schwarz war, gelb, schwarz darf ich nicht mehr sagen, Person of Color, gelb war, weiß war, egal, ob der gescheit war, dumm war, ob der reich war, ob der arm war, das Lamm ist für jeden da. Wisst ihr, gerade bei uns, in unseren Kämpfen, die wir auch als Christen haben, müssen wir uns immer wieder sagen, das Lamm ist für alle da. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, nicht nur vor eurer Bekehrung, sondern auch in der Nachfolge Jesu. Der Herr Jesus hat uns keine leichte Nachfolger verheißen, aber er hat uns gesagt, wenn wir Probleme haben, dann dürfen wir zu diesem Lamm kommen, es ist für alle da. Dürfen wir natürlich auch den Menschen da draußen sagen. Egal, wo du herkommst und was du alles angestellt hast, ich weiß es aus meinem Leben, der Herr ist unglaublich gnädig. Wisst ihr, wenn er nur mal den Petrus anschaut. Was hat der Herr aus diesem Petrus, das war ja echt eine Knalltüte, kann man so sagen. Der hat ja nichts auf die Reihe gebracht, am Anfang. Aber er musste lernen und das Lamm war sogar für ihn da, dass er am Schluss wirklich einen wunderbaren Dienst gemacht hat. Und von dem her gibt es Gnade für alle. Er sagt im Vers 5, ist ja wichtig, also du siehst, wohin gehen wir? Ganz kindlich, zum Lamm. Es ist für alle da. Auch wenn du in großer Anfechtung bist oder Sorge oder denkst, du bist der schlimmste Gläubige, es ist für alle da. Er hat Mitleid mit unserer Schwachheit, heißt in Hebräer 4, 15. Und dann sagt, das muss ein makelloses Lamm sein. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Gerechtigkeit. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ich denke, das ist auch für uns nochmal wichtig, dass wir der Herr, dass es der eine Herr ist, das Lamm Gottes und nicht irgendein Herr. Und in Vers 7, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, und es wurde mir auch nochmal so deutlich, jetzt auch, wo das so alles anzieht, du kannst das alles wissen. Du kannst wissen, es gibt ein Lamm, das ist für alle da, es ist makellos, es ist toll. Aber in Vers 7 sagt er jetzt, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das heißt, wenn du und ich das Blut, der Herr Jesus sagt mir, wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der ist es, der mich angenommen hat. Du und ich, wir müssen das Blut in Anspruch genommen haben. Das heißt, jetzt kommen wir wieder, wir haben lange Zeit, ich muss es immer wieder sagen, auch auf Konferenzen, wir haben immer wieder darauf hingedeutet, was kommen wird. Aber irgendwo, ich sage es mal für mich, es war doch schon ein Stück Theorie. Aber die Theorie hat aufgehört. Wir sind mittendrin in der Endzeit wieder. Und was muss ich jetzt tun, damit dieses Lamm wirksam wird für mich? Wirklich wirksam. 1. Thessaloniker 1, 9. Ich denke, die Stelle ist euch bekannt. Aber es ist wichtig, denn es geht um Leben und Tod. Da sagt ja der Paulus zu den Thessalonikern, das waren ja wunderbare Vorbilder, das waren echte Bekehrte. Und er sagt, warum ist das geschehen? Warum habt ihr Hoffnung? Warum seid ihr Gläubige? Warum habt ihr ein Fundament selbst in dieser Verfolgung? Das ist ja ein Verfolgungsbrief, in der er steht. Er sagt, denn sie selbst erzähle von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Wie wird das Blut Jesu, das für alle da ist, wirksam? Ganz einfach, indem ich mich bekehre. Aber was ist Bekehrung? Ich weiß nicht, zu wem ich hier predige, mittlerweile kenne ich euch schon. Aber ich kenne auch andere,
Gemeinde. Da ist Bekehrung, und ich habe das ja auch schon in meinem Zeugnis mal erzählt, Bekehrung war für mich, ich habe mal die Hand gehoben, dann habe ich mich für den Herr Jesus entschieden und dann war alles wunderbar. Aber die Bibel sagt hier, du musst dich von der Götze, und der größte Götze in dieser Welt, der aktivste Götze bist du selbst. Du musst dich von diesem Götze, natürlich vom Götze des Satan, der Anbetung möchte, 180 Grad wegbekehren. Und der Hans Otto hat es gestern so wunderbar gesagt, es gibt nicht nur ein bisschen Christsein, sondern entweder du folgst ihm nach oder du folgst ihm eben nicht nach. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und ich sehe, gerade in dieser Zeit, wo doch wirklich alles spitze auf Knopf ist, wo es wirklich jetzt darum geht, wer ist wirklich gerettet, wann kommt der Herr wieder, dass man das für sich wirklich festmacht. Der Jesus hat mal gesagt, wer nicht willig ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, wer sich selbst verleugnet, wer die Annehmlichkeiten dieser Welt immer noch möchte. Jakobus 4,4 sagt, wer die Welt immer noch liebt, dessen Liebe des Vaters ist steht in ihm. Ja, also das ist für mich auch so ein Gradmesser. Sven, wo richtest du dich eigentlich gerade wieder hin aus? Wohin richtet sich die Welt aus? Wohin richten sich manche Gläubige aus? Wisst ihr, der Herr schenkt immer noch Gnade und deswegen auch hier wirkliche Bekehrung vom ganzen Herzen. Und der Grund hier, diese Brisanz ist natürlich Vers 12, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlage. Vom Menschen bis zum Vieh und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Wir haben das gestern schon gesehen, das Gericht kommt. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und davon brauche ich Errettung. Nicht von meinen kleinen Wehwehchen, die ich hier vielleicht in meinem Leben noch zu erleiden habe. Wisst ihr, kann das nicht mehr hören, dieses Evangelium. Komm zum Herrn, dann geht's dir gut. Komm zum Herrn, dann hast du Wohlstand. Komm zum Herrn, dann wirst du von Corona geheilt. Das kann man machen, wenn er möchte. Aber ich sehe mich wieder das immer mehr an. Dieses menschenzentrierte, ich meine mich, mir. Herr Jesus segnet diese vier und alles, was danach kommt, ist der zweitrangig. Wisst ihr, dass man es wirklich neu ausrichtet. Das Blut wirkt nur da, wo echte Bekehrung stattgefunden hat. Und das Blut in Vers 13, das ist jetzt eine Verheißung auch für dich und mich, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen. Ist das nicht schön? Dass keine Plage uns treffen wird. Uns kann vielleicht eine menschliche Plage treffen, vielleicht auch eine Krankheit. Aber dann ist immer noch der Wille des Herrn, dass wir daran sterben. Und das ist doch wunderbar. Der Paulus sagt, es gibt nichts Besseres. Aber erst so wieder, das ist so schön zu predigen. Der Teufel hat genau mich da abgeholt, wo er sagt, Sven, wenn du mal 60 bist und deine Kinder groß sind, das ist toll. Aber ich habe 3 Kinder. Ich habe eine Frau. Eines unserer Kinder ist diabeteskrank. Darum muss ich mich kümmern. Also Sven, und dann geht's und dann rattert's. Dass uns der Herr davon von solchen Gedanken bewahrt. Und wir haben gestern gesehen, das Gericht kommt. Wir leben in der Zeit der Noahs. Das hat mir der Hans-Otto Graser gestern ein bisschen vorausgenommen. Aber es ist klar, es ist alles normal. Natürlich ist nichts normal, aber für die Menschen da draußen, die sagen, ja, jetzt machen wir noch das und das, dann wird wieder alles normal. Nichts ist normal. Die Menschen wissen gar nicht mehr, was normal ist. Die Menschen wissen heute noch nicht mal mehr, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Ja, ihr lacht, ihr Intolerante. Es gibt mehr, mindestens 68 dazu. Es ist so ein Unsinn. Und um die Dinge, und da kriegen die Leute ein Lobby, um das zu verkündigen, so ein Unsinn. Und wir, die wir Rettung haben, die werden verlacht. Aber das ist uns in der Bibel verheißen. Praxis, wenn ich das alles weiß. Erster Punkt, Praxis. Wenn ich das alles weiß, der Teufel ist der Herr dieser Welt, aber durch die Bekehrung komme ich da raus. Und zwar vollständig. Erlösung heißt vollständige Erlösung. Was hat es für mich persönlich jetzt hier und heute für Auswirkungen? Das ist ja wichtig, das will ich ja wissen. Und das Erste ist, ich bin hier Fremdling auf Erden. Das wisst ihr. Ich bin ein Himmelsbürger. Meine Politik ist im Himmel. Am 26. haben wir Wahlen. Jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Wir haben es vorhin am Tisch gehabt. Ich habe immer das kleinste Übel gewählt. Mittlerweile gibt es das gar nicht mehr.
Aber es macht mir überhaupt keine Sorge. Was du machst, ist mir auch keine Sorge. Ich weiß, ich muss mir keine Sorge machen. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist etwas Wunderbares. Warum? Weil der Herr mich durch sein Blut erlöst hat und er hat mir Verheißungen gegeben, dass er bei mir ist. Und zwar bis ans Ende dieser Weltzeit. Er kämpft für uns. Dieses Buch Joshua ist unglaublich wunderbar. Was hat uns der Herr denn verheißen? Er kämpft für dich, wenn du zu ihm gehörst. Was sollst du tun? Einfach im Glauben da drauf deine Fußsohle setzen. Verheißungen, wir wollen immer alle die Verheißungen. Aber wisst ihr, dass jede Verheißung in der Bibel auch an Voraussetzungen gebunden ist? Er hat alles da, er kämpft für uns, aber ich vertraue ihm. Ist doch wunderbar, dass ich nicht selbst kämpfen muss. Habe ich ja oft genug getan. Geht meistens nach hinten los. Aber er kämpft für dich. Wisst ihr, kennt ihr noch das? Ganz kurz, Elisa, als ich glaube, die Aramäer sind es, Angreifer. Hunderte, Tausende sind dort auf der Berge. Und da Elisa steht da und sein Knecht. Und was sagt der Knecht? Elisa, die machen uns fertig. Ja, die sind zu zahlreich. Und was sagt dann der Elisa? Du, jetzt beten wir mal. Und dann wird uns Gott die Augen öffnen, was wir eigentlich haben. Und was sieht der Elisa dann und auch der Knecht? Die ganze Schar Gottes hinter sich. Das sind die Verheißungen, die wir haben. Er ist mit uns, wie beim Elisa. Er kämpft für mich und er gibt mir Weisheit. Das Blut Jesu Christi hat mich mit dem Vater versöhnt. Und in Jakobus 1,5 heißt es, wenn jemand an Weisheit mangelt, und ich muss sagen, mir mangelt immer mehr. Je mehr Theorie weniger wird, sondern die Praxis umgesetzt werden, oder die Theorie umgesetzt werden muss in die Praxis, umso mehr sagt, Herr, es gibt doch keine Schablone. Ich muss doch dich immer mehr um Weisheit bitten. Wisst ihr, was mache ich, wenn ich habe eine 12-jährige Tochter, wenn der Impfbus kommt? Das ist ganz praktisch. Vom Vater Gedanke, was mache ich dann? Wenn wir sagen, nein, wir wollen es für uns, haben es entschieden, soll jeder entscheiden, wir haben entschieden, nein. Was ist dann? Was ist 2G? Hammer. Ab morgen. Ab morgen. Was ist 1G? Was ist 0G? Oder ich weiß nicht, was dann kommt. Übermorgen. Montag. Jetzt sind Dinge in unser Leben getreten, wo wir merken, Schablone X zählt nicht mehr. Ich brauche die Weisheit des Vaters. Aber was habe ich für Zugang? Zum Vater durchs Blut Jesu. Das heißt für uns ganz praktisch, Matthäus 6,33. Trachtet zuerst, du und ich, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere, die Weisheit von oben, wie du reden sollst, wie du agieren sollst, wird dir zufallen, wenn du in Abhängigkeit zum Vater bist. Der Vater hat verheißen, wenn du ihn um etwas bittest, wird er dir dann, du bittest ihn um Essen, Brot, Speise, wird er dir dann einen Skorpion oder einen Stein geben. Jetzt ist vielleicht auch mal Geduld angesagt. Ja, Vater, wen antwortest du mir auf mein spezielles Problem? Das ist Demut. Ich glaube, jetzt dürfen wir auch mal Demut lernen. Kolosser 3,1 sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Ganz praktisch, Geschwister. Lasst uns mehr und mehr, ich denke, das tut ihr, nicht mehr Theoretiker sein, Theologen, sondern Kniologen. Kniologen. Ich merke in meinem Leben, vieles hat der Herr, greift da ein, weil ich mehr auf der Knie liege. Ich sage jetzt nicht als über meiner Bibel, das gehört dazu. Aber umso weniger ich eigenmächtig schieße, umso mehr ist euer Segen und dann werden die Verheißungen auch, wisst ihr, dann kommt so ein gewisser Friede. Aber es ist ein Kampf. Das wünsche ich uns. Wisst ihr, man kann hier so leben. Oh, ich weiß, ich bin aus Ägypten ausgezogen, der Herr hat mich mit seinem Blut erkauft und trotzdem mache ich mir Sorge um Sorge und lebe so, als würde es meinen Herrn im Himmel gar nicht geben. Wisst ihr, lassen wir uns doch von ihm schenken, dass uns wieder dieses Vertrauen gibt zu ihm. Ich hoffe, erster Punkt ist klar, die zwei sind kurz, aber wir sind aus Ägypten befreit. Lasst uns doch das zur Hoffnung machen und so leben, wie es denn geschehen ist. Zweiter Punkt, und das ist auch für mich ein hoffnungsvoller Punkt, er hat uns nicht nur aus Ägypten befreit, sondern er hat uns auch aus dem Machtbereich der Sünde befreit.
Das Blut Jesu erlöst uns aus dem Machtbereich der Sünde. Und das ist für mich auch nochmal der hoffnungsvolle Punkt, denn es ist Veränderung möglich. Veränderung ist möglich. Wisst ihr, dass der Herr Jesus zu uns gesagt hat, wir sollen Lichter sein, Leuchtreklame Gottes? Was leuchtet oft nicht so? Das bin ich, mein Charakter, meine Fehler. Das hat der Herr ja nicht ganz, viel hat er weggenommen, aber viel ist immer noch da. Und dass der Herr jetzt sagt, in dieser Welt, ich muss nicht mehr so bleiben, wie ich bin, habe ich zu verdanken dem Blut Jesu Christi. Er hat mich aus dem Machtbereich der Sünde erlöst. Hebräer 10, 14 sagt, wir sind durch das Blut vollständig erlöst und vollständig geheiligt. Geheiligt heißt von der Sünde abgesondert für Gott. Das ist eine unglaubliche Hoffnung für mich auch, weil ich auch meinen Charakter verändern lassen darf. Blut Jesu in Bezug auf Sünde hat immer zwei Aspekte. Einmal für den Nichtbekehrten unter uns. Du hast ein generelles Problem. Ich lese uns gerade noch Jesaja 59, 1 und 2. Da heißt es, das ist für den Unbekehrten. Natürlich auch für den Bekehrten. Aber siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Auch heute noch möchte der Herr hören. Er möchte Menschen retten. Aber dann heißt es, sondern eure Missetaten trenne euch von eurem Gott. Und eure Sünden verberge sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das heißt, für einen Ungläubigen hat der Satan das volle Anrecht auf diese Seele. Du hast keine Chance in dieser Welt, bis du zum Herrn Jesus kommst. Und dann heißt es Kolosser 1, 13, er hat uns erlöst aus dem Machtbereich des Teufels. Das heißt, dann ist diese Kette gebunden. Du bist nicht mehr gebunden an ihn. Das heißt, du musst nicht mehr sündigen. Und das ist, denke ich, für uns Gläubige ein ganz wunderbarer Punkt. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr, wie der Paulus, ausrufen müsst, das Gute, was ich tue will, ich tue es nicht. Und das, was ich eigentlich tun sollte, oder andersrum, ihr wisst, was ich meine. Dass du immer wieder wie ein Magnet gezogen wirst. Ich denke auch, als Gläubige ist das doch auch so. Dass du immer wieder kämpfen musst, aber durch die Wiedergeburt, durch die Erlösung, hast du jetzt eine objektive Chance. Als Nichtbekehrter habe ich mir doch keine Gedanken gemacht, ob ich ein Sünder bin oder nicht. Aber seit der Heilige Geist da ist, mache ich mir sehr wohl Gedanken. Und in Römer, und das ist dann hier die Anwendung, in Römer 6, Vers 19 heißt es, dass du durch das Blut Jesu eine Option hast, auch praktisch für deinen Alltag, dass du dich jetzt entscheiden kannst. Für die Sünde, für den Teufel oder für den Herrn und für die Gerechtigkeit. Ich lese uns gerade Römer 6,16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, sei es der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Du und ich, wir haben objektive Möglichkeit zu sagen, ich denke, ihr kennt es, als Wiedergeborener. Dir liegt schon wieder irgendwas auf der Zunge, du willst es aussprechen und der Heilige Geist sagt, stopp. Zum Beispiel leg die Lüge ab, redet Wahrheit mit einem, du hast die Möglichkeit. Vielleicht noch als Beispiel. Ich bin gerade dabei, von der Theorie mehr in die Praxis zu gehen. Und ich habe gesagt, Herr, ich habe so viele Charakterschwächen, du veränderst doch. Bin doch kein Sklave der Sünde mehr. Jetzt will ich dir immer ähnlicher werden. Nimm gewisse Punkte aus meinem Leben raus. Und jetzt bin ich sehr wachsam für diese Dinge, wo ich Baustelle habe. Jetzt hat der Herr gestern was wieder Wunderbares gezeigt. Das ist ja dann, er geht immer die andere Wege, dass man was lernt. Ich habe gestern meine Ungeduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und das Problem ist, bei mir muss alles laufen. Ja, ist auch nicht recht. Der Herr Jesus war nie hektisch. Und das Problem ist aber, dass ich alles vergesse. Also ich bin ein Perfektionist, aber ich vergesse alles. Gerade vorhin habe ich meine Bibel und ich habe sie so schön hingelegt, ich laufe dran vorbei, muss wieder runter. Und gestern habe ich meinen Koffer gepackt. Und wir wohnen jetzt ein bisschen weiter weg zum Büro. Wir sind gerade umgezogen. Das heißt, Büroweg ist weit, nervig. Und jetzt habe ich gestern Koffer gepackt, bin ins Büro, wollte dann hierher fahren, merke, ich habe was vergessen. Fahr zurück, hol's.
merke ich, wieder was vergessen. Und dann ist mein Puls wieder auf 180. Und jetzt ist was Wunderbares. Es war eigentlich nicht wunderbar. Ich bin in die Gemeinde und es ist ein großer Saal. Und wenn der leer ist, das hallt so. Dann sage ich wieder aus Wut auch, Sven, du Hohlkopf. Laut und es hat gehallt. Und auf einmal geht hinter mir die Tür auf. Und das Geschwister, das bei uns putzt, kommt ganz entgeistert. Was ist los? Dann hat sie gesehen, das war mir dann peinlich, hat der Prediger, das ist ja, der hat sie ja überhaupt nicht im Griff. Ist ja nicht da, ich rede da immer mit meinem Mund, nicht mit den Gedanken, da habe ich gemerkt, ja, jetzt hast du mir eine Lektion erteilt. Ich bin kein Sklave mehr. Ich möchte es lernen in Zukunft, mein Schnabel mehr zu halten. Aber wisst ihr auch das, ich bin kein Sklave mehr der Sünde. Und jetzt musst du gucken, wo hast du deine Baustelle, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Ist doch ein wunderbarer Punkt. Und wenn wir rausgehen und der Menschen predigen, das ist heute Mittag auch ein bisschen das Thema, dann wollen die Menschen natürlich, das Wort bringt sie zum Glauben. Aber ist es nicht so, dass sie auch auf unseren Wandel gucken? Und da dürfen wir sagen, der Herr arbeitet an uns zum Guten. Zweiter Punkt, lass dich von ihm verändern. Das geht ganz praktisch, schau nicht so sehr auf dich, du wirst immer wieder fallen, sondern Hebräer 12,1, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also Machtbereich der Sünde hat keine Sklaverei mehr für uns. Letzter Punkt, und dann sind wir auch schon durch. Wir sind errettet aus Ägypten. Wir sind gerettet aus dem Machtbereich der Sünde. Wir dürfen uns verändern. Und das Dritte ist, und das ist ein positiver Aspekt, das Blut Jesu Christi hat uns erlöst zur Gemeinschaft mit Gott. Das Blut Jesu Christi hat uns erlöst zur Gemeinschaft mit Gott. Ich sehe hier, es fliegt keiner vom Jubel vom Stuhl. Das ist für uns alles so normal. Gell? Wir, die wir versöhnt sind mit dem Vater, haben freimütigen Zugang zu Gott. Hebräer 10,19 heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft durch des Blutes Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum. Das ist für uns doch normal, oder? Das ist im Alten Testament. Und das sieht man mal schon, dass wir auch ein bisschen so auf dem Level normal sind. Im Alten Testament, da wussten die Menschen genau, dass man nicht einfach so vor einem dreimal heilige Gott erscheinen kann. Mose durfte erscheinen. Aber ihr kennt noch die Geschichte, als die Rotte Kora zu ihm kommt. Was sagen sie denn? Mose, bist du denn der Einzigste, der vor Gott einfach so von Angesicht zu Angesicht reden kann? Sind wir nicht auch fromm? Und was sagt Mose? Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich gehe zu Gott und dann gucken wir mal, ob das so ist. Und dann wisst ihr ja die Geschichte, sie machen alle Räucherpfannen. Und was passiert zum Schluss? Welche Räucherpfannen, und das ist ja ein Bild fürs Gebet, welche war übrig? Moses. Wo war die Rotte Kora? Im Abgrund. Das heißt, es ist nicht normal, dass wir freimütigen Zugang einfach so zu Gott haben dürfen, aber durch das Blut Jesu Christi haben wir Zugang. Das ist die Theorie. Praxis. Darf ich dich zwei Fragen zum Schluss auch hier fragen? Hast du Frieden in deinem Herzen? Also ich meine jetzt nicht hier während dieser Stunde, vielleicht bist du auch froh, dass jetzt gleich vorbei ist, dann hast du wieder Friede. Aber so generell, wir sind ja hier wieder auf dem Heiligen Berg. Friede ist hier, wir haben Gemeinschaft miteinander, ist wunderbar. Aber so generell, auch wenn du wieder nach raus gehst und mit dem Menschen in Kontakt kommst, Zeitgeist, hast du einen generellen Frieden. Ihr, die ihr einst ferne wart, hat er nahegebracht durch das Blut. Er, der Herr Jesus, ist unser Friede. Normalerweise müsste jeder Gläubige Friede haben im Herzen. Aber wie oft ist das nicht so? Muss das auch bei mir bekennen. Zweite Frage ist, wenn du keinen Friede hast. Ich sage nicht, dass wir Kämpfe haben und alles. Das ist normal. Dann hat man auch oftmals gefühlsmäßig keinen Friede. Aber so generell darf ich dich fragen, wie viel Zeit verbringst du mit dem dreimal heiligen Gott? Im Kämmerlein. Nur du und er. Der Jesus sagt mal, als seine Jünger durch den Wind sind, als er gestorben ist, die haben ja keine Hoffnung mehr gehabt, so wie heute, da gibt es keine Hoffnung mehr, menschlich. Dann kommt der Herr Jesus in die Mitte und sagt, als er in der Mitte ist, Friede mit euch. Da, wo der Herr in deinem Herzen in der Mitte ist, da hast du Frieden, automatisch, auch wenn alles um dich herum zerbricht.
Es ist ein Kampf, keine Frage. Aber lass mich dich am Ende fragen, und auch für mich, Gebetszeit. Nicht viel Aktionismus. Der Herr sagt mal zur Martha: Martha, du hast so viel Sorge um alles Mögliche. Aber nimm dir mal Martha als Beispiel, Maria als Beispiel. Die sitzt zu Füßen Jesu und die hat eine gewisse Ruhe gehabt. Wird der Herr noch bei uns, die wir immer so viel Aktionismus haben, noch so einen Glaube finden, fragt er mal, wenn er wiederkommt auf Erde, dass man einfach Vertrauen zu seine Füße lege. Der Jesus sagt mal: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sind aus Ägypten befreit, ich hoffe, das bringt euch Trost. Sklaverei der Sünde ist für einen Gläubigen passé, ist ein Kampf. Wir halten uns für tot, wir gehen mit ihm, wir fallen 7-mal, aber Gerechter steht 7-mal wieder auf. Aber lasst uns diese Kämpfe, mit dem dritten Punkt Kämpfe, in Gemeinschaft mit ihm. Ich glaube, bei allem Theorie, was wir haben in unseren Köpfen, ist das das Wichtigste. Das ist das Ende von der Waffenrüstungsgebet. Lasst uns Beter werden auf unsere Knie. Ich möchte noch zum Abschluss beten mit uns. Ja, Jesus, wie oft ist so das auch mit gläubigen Herzen so normal, was du am Kreuz gemacht hast, auf Golgatha, dass du dein Blut vergossen hast und diese Auswirkungen, Herr, dass wir geistlich gesehen aus Ägypten befreit sind, dass die Macht der Sünde eigentlich überhaupt keine Macht mehr über uns hat, also nicht mehr königlich über uns herrschen darf, sondern dass wir befreit sind zur Gemeinschaft mit dir, Herr. Aber du siehst, dass der Treibau immer wieder treibt und uns von diesen elementaren Dingen einfach auch lossagen möchte, weil er ein Lügner ist, weil er ein Verblender ist, weil er ein Diabolos ist. Herr, schenk uns ganz neu im Herzen, dass wir es auch ausrufen dürfen, weniger Hütte bauen, sondern dich vor Auge habe, Herr. Dann kommst du mit uns zum Ziel, auch mit dieser Zeit, und dann wirst du uns auch Weisheit geben, die durchträgt. Ich bete so für jedes einzelne Herz und auch für mich, dass du verherrlicht wirst. Wir danken dir dafür.